Liebe Freunde, Partner und Kunden, liebe Leser, liebe Sport-Business-Gemeinde, Covid-19 hält uns derzeit allen Atem und legt unsere Sport- und Sport-Business-Szene ziemlich lahm. Und wir alle kämpfen sicherlich damit, den Betrieb aufrechtzuerhalten und haben alle unsere Sorgen und Nöte. Aber wie man ja so schön sagt, 5 € ins Phrasenschwein, das Leben soll weitergehen. Und das haben wir uns auch jetzt vorgenommen von Sponsors, versuchen unsere Rolle bestmöglich gerecht zu werden, nämlich für euch da draußen, für Sie da draußen eine Plattform zu sein, auf der sich alle austauschen können, auf der wir uns gegenseitig Tipps geben können, helfen können und ähnliches mehr. Und vor diesem Hintergrund versuchen wir mit möglichst vielen Beteiligten aus der Branche zu sprechen und reinzuhören, was sie bewegt, was sie gerade machen. Und möchte natürlich aber auch hören, welche Ausblicke es gibt, dass wir hier nicht alle die Hoffnung verlieren, denn es wird sicherlich auch mal wieder eine Zeit nach dem Virus geben. Und wir fangen heute an, das freut mich wirklich sehr, dass er sich direkt die Zeit genommen hat, mit Friedrich Curtius, Generalsekretär beim Deutschen Fußballbund, der mittlerweile auch viele Auftritte in den Medien absolvieren musste, um zu erklären, wo es hin mit dem deutschen Fußball geht. Vielen Dank für deine Zeit. Herzlich willkommen, Friedrich Curtius. Vielen Dank. Grüße aus Friedrich, Frankfurt. ja, Friedrich, ich glaube, du sitzt im Büro und die erste Frage ist immer in diesem Moment, weil es sonst vielleicht eher eine Floskel, aber in diesen Zeiten natürlich wirklich wichtig. Wie geht's dir? Wie geht's deinen Lieben? Mir geht es persönlich gut, auch meinen Lieben geht es gut. Wir sind alle gesund und ich habe zwei kleine Kinder, die jetzt den ganzen Tag zu Hause bespaßt werden wollen. Aber es geht uns allen gesundheitlich gut. Aber natürlich gibt es viele Fragen, die einen neben dem Beruflichen jetzt beschäftigen. Meine Eltern leben beide noch. Wir haben eine große Familie und das sind natürlich Schicksale, die einen auch betreffen. Und ein Bruder lebt in Frankreich. Da sind die Situationen und ist der Ausnahmezustand schon seit einer Woche ausgerufen. Und das sind Szenarien, die ich hoffe, dass wir sie in Deutschland nicht erleben werden. Aber wenn wir auch nach Italien schauen, dann müssen wir uns alle bewusst sein, dass die Situation unglaublich ernst ist und unglaublich angespannt ist. Ja, ich glaube auch, umso mehr kann man jetzt verstehen, warum die Regierung die Maßnahmen getroffen hat, die sie bisher getroffen hat und dass das das Mindeste ist wahrscheinlich, worauf wir jetzt Rücksicht nehmen müssen. Friedrich, welche Maßnahmen habt ihr gerade beim DFB überhaupt getroffen? Habt ihr auch alle nach Hause geschickt? Macht ihr komplett Homeoffice? Wie sieht es gerade bei euch aus eigentlich im Laden? Ja, wir haben den DFB seit einer Woche auch im Notbetrieb runtergefahren. Das heißt, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Homeoffice und es sind hier im Haus in der Liegenschaft täglich 3 bis 5 Kolleginnen und Kollegen, die nach der Post schauen und ich bin in der Regel auch hier im Haus und bei mir laufen momentan wirklich sehr, sehr viele Informationen und Themen zusammen. Und ich halte es auch für wichtig, dass man gerade in so einer Phase auch den Kolleginnen und Kollegen Zuversicht ausstrahlt und dass man präsent ist und über die neuen modernen Medien, Videokonferenzen, Telefonkonferenzen fast täglich im Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Haus ist. Ich kann wirklich sagen, wir haben unendlich viele Themen mit einer sehr hohen Komplexität. Aber unser Haus funktioniert ganz hervorragend. Wir haben einen unheimlichen ja, Zusammenschluss von allen. Es ist berührt einen, das zu spüren, wie alle sagen, wir kommen da alle gemeinsam gestärkt aus dieser sehr, sehr schwierigen und anspruchsvollen Situation durch. Ja, das freut mich. Das ist, ja, kann ich über mein Unternehmen, meinen Laden auch sagen. Ich stoße da auf sehr viel Verständnis bei allen Leuten und keine Selbstverständlichkeit. Es ist toll, das jetzt in so einem Moment zu erleben. Du sagst es gerade selber, also ich gehe davon aus, du schläfst derzeit nicht allzu viel, und werden viele Anfragen auf dich einprasseln. Was sagt euer Fahrplan? Nach welchen Stufen müsst ihr jetzt was eigentlich abarbeiten? Was müsst ihr als erstes angehen? Wie geht ihr vor? Wir haben, und das hat sich unheimlich bewährt, schon vor fast 4 Wochen eine Koordinierungsgruppe Ausbreitung Coronavirus ins Leben gerufen, die zwischen DFB, DFL, Landesverbänden
unter Einbeziehung unseres medizinischen Experten Tim Meyer, Professor im Saarland und Internist der deutschen Nationalmannschaft, seitdem immer morgens um 8.30 Uhr sich zusammen telefoniert, eine Gruppe von etwa 20 Personen, und immer die aktuellen Entwicklungen zusammenführt, bewertet und Maßnahmen daraus ableitet. Und das hat sich wirklich bis hierhin enorm bewährt, weil wir in ganz vielen kleineren Arbeitsgruppen die einzelnen Handlungsstränge abarbeiten und denen in der Sorgfalt und Verantwortlichkeit nachgehen. Und ich kann wirklich, wirklich sagen, dass wir da als DFB früh an diesem Thema dran waren und deshalb uns sehr in großer Ruhe, soweit man das sagen kann, den einzelnen relevanten Fragestellungen genähert haben. Schon vor zwei Wochen, heute vor zwei Wochen, haben wir den Spielbetrieb der dritten Liga ausgesetzt. Wir haben vor 10 Tagen den Spielbetrieb komplett im Amateurfußball ausgesetzt. Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Also das ist also erstmal Kompliment, da wart ihr, glaube ich, sehr früh dran und sehr weitsichtig, dass ihr da schon die strukturellen Dinge eingeleitet habt. Du deutest gerade, ich glaube, ihr habt in kürzester Zeit, an einem Wochenende 80.000 Spiele, wenn man ja. die Dimension sich klar macht, was ja. in Deutschland am Wochenende alles kickt. Wie könnt ihr das überhaupt durchexekutieren? Wie schafft ihr das eigentlich in Absprache auch mit euren Landesverbänden? Naja, wir haben auch da, glaube ich, ist der Fußball insofern privilegiert, als wir eben sehr, sehr eng abgestimmt sind und das Mittel der Telefon- und Videokonferenzen schon lange praktizieren. Und in dieser Frage liefen dann, also konkret in der Frage Aussetzung Amateurfußballspielbetrieb bei Rainer Koch, dem zuständigen Präsidiumsmitglied, die Fäden zusammen. Und es zeichnete sich dann immer mehr ab, dass ein normaler Spielbetrieb an dem Wochenende nicht möglich ist. Und dann gab es an dem Donnerstagabend eine Telefonkonferenz aller Landesverbandspräsidenten mit der klaren Empfehlung, am Samstag den Spielbetrieb einheitlich bundesweit auszusetzen. Und das wurde dann entsprechend vom DFB begleitet, kommuniziert und so in die Öffentlichkeit getragen. Und wir werden auch da jetzt oder sind auch da. Meine nächste Telefonkonferenz heute ist wieder genau in dieser Runde mit allen Präsidenten und Geschäftsführern der Landesverbände, den weiteren Umgang im Amateurfußball zu besprechen. Denn wichtig ist da ein einheitliches Vorgehen. Und das hat sich an der Stelle absolut bewährt. Welche Nöte kommen dabei dir an aus dem breiten Sport? Also klar ist, dass bei den Medien im Fokus steht, was passiert mit der Bundesliga und der zweiten Bundesliga. Und das ist auch verständlich. Das ist natürlich die Speerspitze des deutschen Sports und macht auch wirtschaftlich gesehen den größten Faktor aus. Das wissen wir alle, müssen wir nicht drum reden. Aber die breite Masse, der Breitensport eben, auch die werden wirtschaftliche Nöte und Ähnliches mehr haben. Was kommt da bei dir an? Was ist deine Einschätzung? Natürlich, wir haben auch da Existenzängste und Existenzsorgen, gerade in den Regionalligen, Oberligen. Das ist ja sozusagen so die zwischen Breitensport und Profifußball. Da wird auch entgeltorientierter Fußball gespielt. Und die kommen zwei bis drei Monate ohne Einnahmen aus dem täglichen Spielbetrieb aus. Es wird in allen Bereichen über Kurzarbeit, jetzt wird Kurzarbeitsszenarien geprüft. Die dritte Liga ist praktisch weitgehend in Kurzarbeit. Aus den Regionalligen weiß ich das auch. Auch da haben wir als DFB Hilfestellungen geleistet. Wir haben ein Merkblatt rausgegeben, unter welchen Voraussetzungen man Kurzarbeit beantragen kann. Unser Schatzmeister Stefan Osnabrügge, gleichzeitig Arbeitsrechtler, hat ein entsprechendes Merkblatt zur Verfügung gestellt, das unglaublich viel abgerufen und gefragt ist. Sind da Besonderheiten, dass ich unterbreche, Friedrich, sind da Besonderheiten, weil ja auch sehr viel E.V. was Kurzarbeit angeht, kannst du da Tipps irgendwie geben, wo man sagt, das ist nicht wie bei einem normalen Betrieb, sondern da gibt es nochmal Sonderregelungen, gibt es da was, weißt du das? Also wir wollen jetzt nicht die Sonderregeln alle aufzählen, aber gibt es da was? Keine grundsätzlichen Unterschiede zwischen EVs und GmbHs bei der Frage der Beantragung von Kurzarbeit. Aber es gibt für den DFB große Unterschiede, als EV große Unterschiede in der Frage, können wir Vereinen Gelder zur Verfügung stellen? Die Frage begegnet uns immer wieder, der DFB solle Schutzschirme aus
geben, um Vereinen wirtschaftlich zu helfen. Das können wir nicht, denn das sind wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, die Vereine der dritten Liga, der Frauenbundesliga. Und da dürfen wir nach unserer Satzung, weil wir ein eingetragener Verein sind, keine direkten Zuschüsse an die Vereine geben. Das geht nicht. Was wir gemacht haben, auch das ist letzte Woche durchs Präsidium gegangen, wir werden in unseren Landesverbänden, die Landesverbände sind Mitglieder im DFB, haben alle Zahlungen, die wir ohnehin über das Jahr an die Landesverbände direkte Zuschüsse ausschütten, insgesamt 12 Millionen Euro, die werden wir nach Bedarf sofort auch ausschütten, um in allen Landesverbänden die Liquidität sicherzustellen. Eine Maßnahme, auf die schon einige Landesverbände jetzt zurückgegriffen haben. Und auch da, wir tun alles, was in unserer Macht steht, aber wir können nur das machen, was rechtlich zulässig ist. Das Thema Nationalmannschaft umtreibt euch wahrscheinlich jetzt durch die Verlegung der Europameisterschaft nicht mehr ganz so sehr, oder ist das eine Fehlinterpretation? Liegt der Fokus jetzt eher so dann nochmal auf der dritten Liga? Ja, also wir haben, wie ich gesagt habe, ganz viele einzelne Arbeitsgruppen und Handlungsstränge, die sich mit den unterschiedlichen Themen befassen. Durch die Verlegung der Europameisterschaft um ein Jahr in den Sommer 21 ist ganz oben eine ganz wichtige Entscheidung getroffen worden, von der man jetzt runter kaskadierend die ganzen Folgeentscheidungen treffen kann. Das Primat der UEFA ist es, jetzt bis 30. Juni oder etwas später 31. Juli die europäischen Wettbewerbe zu einem Abschluss zu bringen, in welchen Formaten wird entwickelt, und die nationalen Ligen zum Abschluss zu bringen. Das hat absolute oberste Priorität. Dann kann man da runterbrechen den Spielbetrieb der dritten Liga, man kann runterbrechen den DFB-Pokal, das geht alles, also ein Rädchen greift da ins andere. Und durch die oberste Entscheidung, die Europameisterschaft jetzt zu verschieben, fällt es leicht, die Folgeentscheidung zu treffen, oder leichter die Folgeentscheidung zu treffen. Denn dass alles miteinander zusammenhängt und alles unglaublich komplex ist, was die wirtschaftlichen Folgen, die Haftungsfragen, die rechtlich zulässigen Rahmen angeht, das ist mir bewusst geworden vor 2 Wochen bei dieser relativ banalen Entscheidung, dass wir den Spielbetrieb der dritten Liga jetzt mal 2 Spieltage verschieben in den Mai. Das war ja die erste Entscheidung, die wir als DFB getroffen haben. Und das war eine echt anspruchsvolle Sitzung. 2 Stunden saßen wir zusammen und haben die ganzen verschiedenen Aspekte geprüft und zusammengebracht, bewertet, um dann diese Entscheidung zu treffen, die ich für die einzig richtige hielt. Aber ich kann wirklich aus eigener Anschauung sagen, man hat eine sehr große Verantwortung und jede einzelne Entscheidung hat eine enorme Tragweite. Und dieser Verantwortung müssen wir bei unseren Entscheidungen gerecht werden. Und auch da gilt das, was Christian Seifert und die DFL gerade leisten. Das ist unglaublich, denn da geht es ja nochmal um ganz andere vertragliche Situationen mit den Fernsehrechten, mit den Zuschauereinnahmen, die in der ersten, zweiten Liga verbunden sind. Also der Fußball ist definitiv nicht die einzige Organisation, die von Corona betroffen ist. Uns muss aber allen klar sein, dass die Auswirkungen und die Tragweite uns lange, lange auch im Fußball betreffen werden. Konntet ihr schon Zahlen überschlagen? Ihr werdet ja auch mit der Bundesregierung im engen Austausch stehen und deren Fachgremien und Kommissionen. Konntet ihr denen schon Zahlen an die Hand geben? Kannst du uns Zahlen mal an die Hand geben, über was wir hier eigentlich reden, welche drohende Schaden hier im Raum steht? Also wir können für den DFB sagen, dass wir in einem Worst-Case-Szenario sofort berechnet haben, dass uns Corona für das Wirtschaftsjahr 2020 in einem Worst Case, in einer Worst Case Betrachtung etwa 50 Millionen Euro Verlust bringen wird. Jetzt fallen natürlich viele Veranstaltungen weg. Wenn wir zu Olympia fahren, dann ist das für uns ein Zuschussgeschäft. Wenn das sozusagen Olympia abgesagt wird, dann kann Geld dem Haushalt zurückgeführt werden. Wir haben viele Maßnahmen in die Wege geleitet, um den wirtschaftlichen
die wirtschaftlichen Folgen für den DFB etwas geringer zu halten. Und ich bin da unheimlich zuversichtlich, dass wir dieses Worst-Case-Szenario 50 Millionen als DFB auch noch deutlich werden runterfahren können. Ich bin in Gesprächen mit der Mitarbeitervertretung. Die Mitarbeiter im DFB haben sofort signalisiert, dass sie ihren Teil dazu beitragen wollen, genau wie unsere Spitzenverdiener Jogi Löw und Oliver Bierhoff, die von sich aus gesagt haben, müssen alle hier zusammenrücken, müssen alle unseren Beitrag leisten. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass der DFB mit einem wirtschaftlichen Schaden, aber mit einem nicht ganz so hohen aus der Sache rausgeht. Das ist schon mal sehr positiv. Also ihr lauft nicht Gefahr, das umtreibt uns ja alle, dass ihr eine drohende Insolvenz vor der Haustür stehen habt und dass ihr illiquide werden könnt. Das kann ich wirklich sagen. Da ist in der Vergangenheit gut gearbeitet worden. Zum einen haben wir Rücklagen, zum anderen haben wir wirklich das Privileg, dass wir unsere Einnahmen auf verschiedene Quellen verteilt haben. Wir sind nicht so abhängig von den Fernsehgeldern, wie es der Bundesligaspielbetrieb ist. Wir haben langfristige Sponsoring-Verträge, Beispiel Adidas. Aus heutiger Sicht kann man gar nicht positiv genug ansehen, dass wir den Vertrag mit Adidas frühzeitig bis 2026 verlängert hatten. Darüber haben wir, Marco, auch gesprochen damals, als das anstand. Das ist immer, man kann nicht in die Zukunft schauen und weiß nicht, wie sich die Marktsituation entwickelt. Aber in dem Falle bin ich sehr froh, dass wir mit VW und Adidas langfristige Verträge haben, die uns enorm helfen in dieser Situation. Du sprachst die langfristigen Verträge an. Inwieweit, das kriegen wir ja bei der Bundesliga logischerweise mit, beziehungsweise die Fachbranche weiß das natürlich auch so, wenn nicht gespielt wird, dann nicht nur keine TV-Gelder, sondern dann in der Regel auch leistungsabhängige Sponsoring-Verträge, dann auch keine Sponsorengelder. Inwieweit bedrückt das euch? Ihr musstet ja auch logischerweise Spiele jetzt absagen, beziehungsweise eine Europameisterschaft, die in diesem Jahr zumindest nicht stattfindet. Ja. Also wir prüfen auch da natürlich all unsere Sponsoringverträge. Unser Justiziariat leistet da unglaubliche Arbeit auch an dieser Stelle. Wir werden mit den Unternehmen, unseren Partnerunternehmen über diese Fragen sprechen. Aber wir haben da jetzt keine Zahlungen, die vertragsgemäß abzuziehen wären, sondern da geht es jetzt eher um ein partnerschaftliches Miteinander mit den Sponsoren, gute Lösungen zu finden. Denn nochmal, es gibt Unternehmen wie die Deutsche Lufthansa, deren ganzes Geschäftsmodell ist momentan völlig in Frage gestellt und kein Mensch weiß, wann es wieder in einen Normalzustand kommen wird. Und Partnerschaften bestehen in guten wie in schlechten Zeiten und wir haben alle Unternehmen letzte Woche von unserer Seite aus angeschrieben, alle unsere Partner, und haben ihnen zugesichert, dass wir gegenseitig dass wir alle im gleichen Boot hier sitzen und dass wir uns gegenseitig unterstützen müssen. Und ich habe von vielen Unternehmen schon Antworten bekommen auf unsere Schreiben und spüre da gegenseitig eine unheimlich tiefe Verbundenheit, und ich bin mir sicher, dass das der DFB im Sinne der Partnerschaften die Fragen lösen wird. Zum Abschluss, wir wollen natürlich auch immer Mut machen und nach vorne blicken. Wie gesagt, es wird auch eine Zeit nach dem Virus hoffentlich geben, insbesondere für unsere gesamte Sport-Business-Szene, die es wirklich ja auch sehr, sehr, sehr hart trifft. Man merkt sehr plump, am Ende des Tages sind Sportveranstaltungen Events, die am Wochenende stattfinden, und wenn keine Events, dann keine Einnahmen. Was macht dir Mut? Du hattest vorhin angesprochen, dass die dritte Liga, aber auch andere, auch die Frauenliga, jetzt unbedingt ihre Ligen natürlich zu Ende spielen müssen. Das umtreibt die Bundesliga ja genauso. Und ich höre die wildesten Szenarien schon, die vielleicht gar nicht so wild sind, sondern im Sinne von, wenn das in Deutschland nicht stattfinden darf, dann müssen wir ins Ausland, dort, wo es stattfinden darf, und dort zu Ende spielen, und sei es im Turniermodus. Umtreibt euch solche Gedanken auch schon? Was macht dir Mut, dass das klappen kann? Ich bin wirklich zuversichtlich, dass wir als Fußballorganisation DFB wie DFL und UEFA Lösungen erarbeiten, die eine
ja, einen Abschluss der Saison in den nächsten Monaten ermöglichen. Das ist anspruchsvoll, ganz einfach aus dem Grund, weil diese Unsicherheit gegeben ist, wann wird das wieder normal. Wir prüfen so viele verschiedene Szenarien, um ja diese Saisonabschlüsse hinzubekommen. Aber ich habe gelernt in den letzten Wochen im Umgang mit diesem Virus, die Aussagen, die man heute trifft, sind oft morgen oder übermorgen schon völlig überholt. Deshalb will ich jetzt nicht ganz konkrete Modelle hier vorstellen, die sich dann in 2 bis 3 Tagen wieder überholt haben können. Ich bin zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr noch Fußballspiele erleben werden und auch in den nächsten Monaten schon wieder erleben werden. Ich glaube aber, wir müssen uns auf eine lange Phase einstellen, in der wir Fußballspiele ohne Zuschauer erleben werden. Ich glaube persönlich, nach vielen Gesprächen mit Experten, das kann noch bis Ende dieses Jahres dauern. Und klar ist, die Gesundheit geht über allem. Und wir müssen wirklich in der jetzigen Situation als Fußballorganisation einen Schritt zur Seite gehen und müssen zusehen, dass unser Land mit den Auswirkungen dieses Virus zurechtkommt, dass unser Gesundheitssystem das schafft und bewältigt. Und alles Weitere werden wir in den kompetenten Verantwortlichkeiten lösen. Friedrich, in diesem Sinne, bleib gesund, du und deine Familie. Ganz liebe Grüße an das gesamte DFB-Team, auch von Sponsors. Ja, danke, dass ihr da als Speerspitze sicherlich unserer Branche so einen tollen Job macht und uns da auch Hoffnung gibt, dass das weitergeht. Es sind ja nicht nur eure Arbeitsplätze, die da dranhängen und sehr viel Fußball, sondern ihr seid natürlich auch im Mittelpunkt der Branche als jemand, der viele Aufträge vergibt, wo viele Dienstleister, Agenturen und Ähnliches dranhängen. Und wir alle haben, glaube ich, die gemeinsame Interesse und Hoffnung, dass es schnell weitergehen kann. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit. Wir hören hoffentlich nochmal irgendwann wieder zwischendurch in den nächsten Tagen und Wochen. Wenn es was Neues gibt, freue ich mich, wenn wir uns auf dem Weg nochmal wieder bei dir melden dürfen. Ganz bestimmt. Vielen Dank, Marco. Alles Gute an Sponsors und das Team. Und ihr macht großartige Arbeit. Und wir kommen ganz bald wieder in der gewohnten Art und Weise zusammen. Freue mich drauf. Danke dir. Tschüss, tschüss.